Aber die Mehrheit der Jahre meines Lebens habe ich im norddeutschen Raum verbracht. Meistens am Max-Planck-Institut für Meteorologie und an der Universität in Hamburg. Was mich mit Ulrich Bartosch verbindet, ist ganz einfach gesagt, er war mein Vorgänger als Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und ich bin es jetzt. Als ich, das ist sehr selten in meinem Leben, von einem Kollegen aus der VDW die Enzyklika, die deutsche Version, zugeschickt bekam, habe ich zum ersten Mal seit wahrscheinlich 20 Jahren alles liegen lassen und nur darin gelesen. Erstens, weil es eine fantastische Sprache ist und weil Wahrheiten in einer Weise präsentiert werden, die man normalerweise, weil man immer im Hinterkopf hat, für wen man spricht, welche Institution man vertreten muss, weil man dann relativiert. Und diese Enzyklika relativiert nicht. Und deswegen wurde ich von Anfang an, obwohl ich kein Katholik bin, zu einem, der dieses Buch, ich sage mal bewusst Buch, gerne liest und immer wieder drin liest. Uli Bartosch hat mir vorgeschlagen, diesen Titel, ich habe ihn in der zweiten Zeile modifiziert. Der Haupttitel, können wir die Welt gestalten? Untertitel, Überlegungen zu einem Leben innerhalb sicherer Leitplanken. Das Wort Leitplanken habe ich übernommen aus dem wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, den ich am Beginn dieser Institution von 92 bis 94 geleitet habe und dann von 2000 bis 2004 noch einmal dieser wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen der deutschen Bundesregierung. Also es geht um Leitplanken und von nun ab nicht mehr um Laudato Si. Denn da habe ich so viel gehört, ich werde nicht spezifisch auf bestimmte Teile von Laudato Si zu sprechen bekommen. Ich empfehle Ihnen als Abschluss für dieses Teilkapitel meines Vortrags, lesen Sie das, was der heilige Franziskus in seinem Sonnengesang geschrieben hat zu Wetter und Klima. Das sind nur zwei Zeilen, aber die haben es in sich. Und das hat er auf dem Sterbebett 1224 geschrieben. Also das ist ein so fantastisches Gedicht und es ist ja das Leitgedicht für die Enzyklika. Nun zu meinem eigentlichen Vortrag. Wir leben im Anthropozän. Das ist inzwischen von fast allen akzeptiert. Wir sind die dominante Spezies und wir greifen unsere eigenen Lebensgrundlagen an. Was mich wundert bei der heutigen Debatte bisher, dass der Teil, der stärker angegriffen wird als das Klima, nicht erschienen ist. Wenn ich mir die rein naturwissenschaftlichen Äußerungen ansehe, wo haben wir die Leitplanken überschritten und befinden uns im gefährlichen Bereich, wo wir nicht wissen, ob es Entwicklungen streng nicht linearer Art gibt, die uns in ein System treiben, wo wir überhaupt keine Eingriffsmöglichkeit mehr haben. Dann ist das eher die biologische Vielfalt und der Stickstoff- und Phosphorkreislauf als das Klima. Und ich werde zeigen, wie wir im Laufe der Zeit bestimmte völkerrechtliche Randbedingungen gesetzt haben. Und da ist es schade, dass der Schutz
der biologischen Vielfalt, der in einem Protokoll mündete, im Jahr 2003 schon, in der Öffentlichkeit fast völlig unbekannt ist. Erst der letzte Bericht vor einigen Wochen, der über die Aussterbegeschwindigkeit sprach, von einem zwischenstaatlichen Ausschuss, so wie wir ihn auch im Bereich des Klimawandels haben. Dort heißt es Intergovernmental Panel on Climate Change und bei der biologischen Vielfalt ist das abgekürzt mit IPBES. Sind Wissenschaftlergruppen, die bewerten, was wir wissen. Und da, wo große Fehlerbalken noch da sind, werden sie nicht unterdrückt, sondern mitgeliefert. Das ist ja das Besondere an diesen zwischenstaatlichen Ausschüssen, dass sie die Fehlerbalken absolut immer wieder zeigen. So habe ich gelernt, als Klimatologe, ursprünglich Physiker, dass wir beim allerersten Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change sagen mussten, wenn wir Kohlendioxid in der Atmosphäre verdoppeln, dann ist die Antwort des Klimasystems irgendwo zwischen 1,5 und 4,5 Grad Celsius Erwärmung an der Oberfläche. Und von dieser Aussage sind wir noch nicht weg. Also der erste Bericht ist 1990 an die Regierungen gegeben worden. Und jetzt haben wir 2013 den letzten Bericht bekommen, der nächste kommt 2021. Und wir müssen immer noch sagen, bei Verdopplung des Kohlendioxidgehaltes haben wir immer noch diese große Spanne der mittleren globalen Erwärmung an der Oberfläche. 1,5 ist sehr unwahrscheinlich und 4,5 ist auch schon unwahrscheinlich, aber so bei 3 ist der wahrscheinlichste Wert. Das ist unsere Aussage bei der allerersten, beim allerersten Bericht, wo ich ein Convening Lead Author war, also einer, der Teilkapitel geschrieben hat, haben wir noch nicht mal den wahrscheinlichsten Wert angeben können. Also ein bisschen besser ist das Verständnis geworden. Ich will am Anfang nicht nur über die Randbedingungen reden, sondern auch über die Bevölkerung. Das wird ja fast immer unterdrückt. Und wir haben relativ harte Zahlen, wie viele Menschen wir sein werden. Für 2050 ist das ziemlich einfach auszurechnen. Denn die Mädchen sind ja schon auf der Welt, die ihre Kinder im Jahr 2050 haben werden. Also das ist für die Demografen eine relativ einfache Aufgabe, für die nächsten 30 Jahre irgendeine Hochrechnung zu machen. Für 100 Jahre ist das dann schon entschieden schwieriger, aber auch das ist auch viel einfacher, als darüber zu reden, was in 100 Jahren für Klima herrscht. Ich werde erste Stücke einer Weltinnenpolitik vorführen, dann weitere Bedrohungen ansprechen, zum Beispiel Gene Drive. Eine noch nicht umgesetzte, aber theoretisch erdachte Methode, die Mendelschen Gesetze zu umgehen. Also eine Methode, wie man eine Art ausrotten kann, indem man mit der entsprechenden Genschere an der entsprechenden Stelle etwas macht. Ich werde dann über AI mit Datenklau nicht mehr reden. AI steht für Artificial Intelligence. Man sollte eigentlich immer sagen, sogenannte Artificial Intelligence, weil es noch überhaupt keinen Beweis gibt, dass wir da Intelligenz organisieren könnten. Bisher sind das Algorithmen, die aus Datenhaufen Informationen ziehen. Das ist zum Beispiel dann das selbstfahrende Auto, das eben mit 36 Kameras ausgestattet ist und dann mit einem Algorithmus entdeckt, ob es gefährlich ist, weiterzufahren. Weltbevölkerung. Die Vereinten Nationen und andere veröffentlichen regelmäßig Schätzungen der weiteren Entwicklung der Weltbevölkerung. Die jüngsten für
2050 lauten 9,408141302 Menschen auf dieser Erde von einem Büro aus den USA. Weltmächte machen immer fast alles. Wenn Sie zurückblicken, wer war denn in der Wissenschaft dominant im ausgehenden 19. Jahrhundert, dann kriegen Sie die Antwort Großbritannien. Denn das war damals eine Weltmacht und die haben genügend Geld aus anderen Ländern gesaugt, um ausreichend viel in die Wissenschaft stecken zu können. Und die Vereinigten Staaten von Amerika machen das ganz genauso. Die geben zurzeit annähernd 3% ihres Bruttoinlandsproduktes für Forschung und Entwicklung aus. So wie Deutschland auch. Wir haben vor 2 Jahren die 3,0%-Marke überschritten. Seit wir Angela Merkel als unsere Kanzlerin haben, wird jedes Jahr für Forschung noch was draufgelegt. Das ist in jedem Haushalt so gewesen, seit sie regiert. Wir in der Max-Planck-Gesellschaft kriegen jedes Jahr 5% mehr obendrauf. Weil es ein Ziel der Bundesregierung war, bei Forschung und Entwicklung mit an die Spitze zu kommen. Dann können Sie noch sehen, was die Vereinten Nationen uns vorschlagen. Wir 9,725 Milliarden Menschen im Jahr 2050. Heute, in diesem Jahr, werden wir die 7,7 Milliarden Grenze überschreiten. Die Zuwachsrate ist geschrumpft. Wir waren mal knapp über 2% im Jahr 1970 und wir sind jetzt bei nur noch ganz knapp über 1% Zuwachsrate oder anders formuliert, verdoppeln werden wir uns unter allen Umständen nicht mehr. Also die Kurve wird entschieden flacher. Und etwa 90 Nationen haben nicht mehr die Fähigkeit, sich selbst zu erhalten in der Bevölkerung. Dazu braucht man zwischen 2,1 und 2,2 Kinder pro Frau. Und wo sind wir in Deutschland? Die Zahl wird ja alle paar Wochen in der Zeitung veröffentlicht. Wir waren bei 1,34 und sind jetzt wieder bei 1,4. Also die Zahl der Kinder pro Frau hat ganz leicht zugenommen in unserem Land. Nun zu dem, was wir über Grenzüberschreitung nennen. Das ist eine Neuauflage der Einschätzung der Wissenschaftler zu den planetaren Belastungsgrenzen. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, Stickstoffkreislauf, Phosphor, biologische Vielfalt und jetzt suchen Sie nach Climate Change. Das ist der gegenwärtige Zustand, also nicht eine Projektion für 2100, sondern was haben wir momentan? Und da ist ja nur Geld eingetragen und das heißt Zone of Uncertainty oder zunehmendes Risiko, wenn man hier Geld sieht. Wenn man den Grün anschaut und nach rechts blickt, dann steht stratosphärische Ozonverminderung. Das haben wir durch Völkerrecht zustande gebracht, dass das Grün bleibt. Da ist nichts Gelbes entstanden, weil wir in diesem Fall nutzen konnten, dass die Amerikaner eine außergewöhnliche Angst vor Hautkrebs haben. Und diese führende Nation hat dann dieses Montrealer Protokoll entsprechend gepusht, wie Europäer schon auch, aber ohne die Amerikaner hätten wir das nicht so schnell durchsetzen. Sie können jetzt noch schauen, da steht Novel Entities, also Dinge, die hochkommen werden, die wir momentan überhaupt nicht wissen. Unknown Unknowns, so heißt es ja in Neudeutsch. Nun, nochmal was zur Bevölkerung. Das weiterhin gespaltene Deutschland, Sie sehen, die Extrapolation für das Jahr 2035, also sichere Abschätzungen bei der Bevölkerungsentwicklung und in Auflösung pro Landkreis, wer schrumpft und wer gewinnt.
Eichstätt ist in der Kirinerregion. Hier steht Ingolstadt und das ist dann München. Hamburg genauso wie Berlin und der Fettgürtel um Berlin herum, dort verliert ganz wenig. Die Leipziger und die Dresdner nehmen zu, das ist die Flucht in Richtung Städte. Das ist vom Berlin-Institut. Warum habe ich diese Abbildung? Weil ich im Stiftungsrat des Berlin-Instituts sitze, schon seit dem Beginn dieses Instituts, vor etwa 20 Jahren. Jetzt die Gehversuche zur Weltinnenpolitik, so nenne ich das. Und ich erinnere an die Doktorarbeit von Uli Bartosch mit dem Titel Weltinnenpolitik. Das Buch ist vergriffen, aber er hat es mir geschenkt. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann ein ähnliches Erlebnis gehabt wie bei Laudato Si. Ich konnte auch nicht mehr aufhören zu lesen. Und als er mir dann erzählt hat, dass er eine vergleichsweise schlechte Note dafür bekommen hat, war ich tief entsetzt über diese Professur. Das Montrealer Protokoll, also eine Paradegeschichte für eine globale Aktion, um eine globale Bedrohung zu verhindern. Es wurde schon 1987 formuliert, trat rasch in Kraft und wurde mehrmals verschärft, weil das Ozonloch über der Antarktis jährlich in dortigen Frühjahr vergrößert auftrat. Ich habe damals, als die Debatte heftig um das Ozonloch ging, gesagt, dies ist ein Fingerzeig Gottes. Denn es war raffiniert über der Antarktis, wo niemand wohnt, ist eine Chemie in der Atmosphäre abgelaufen, die man sich als Naturwissenschaftler zunächst überhaupt nicht vorstellen konnte. Denn im kältesten Teil der unteren Stratosphäre, bei Temperaturen unter minus 85 Grad Celsius, ist im dortigen Frühjahr, wenn die Sonne da hineinschien, in diese polaren stratosphärischen Wolken, das waren praktisch Flüssigkeitströpfchen aus Schwefel und Salpetersäure, die bei diesen Temperaturen immer noch im Wesentlichen flüssig sind, und dann lief da eine Chemie ab, sodass die chlorhaltigen Substanzen umgewandelt wurden in solche mit Chlorbruchstücken, die im katalytischen Abbauzyklen das Ozon zerstören konnten. Also ein einziges Molekül hat dann zigtausende Ozonmoleküle zerstören können. Und dann war auf einmal in den Schichten von 12 bis 20 Kilometer Höhe das Ozon weg. Ist auch heute noch vorhanden, das Ozonloch. Sie haben vielleicht weitergelesen. Es ist aber langsam jetzt weniger geworden, aber langsamer als man gedacht hat. Die FCKW-Moleküle, die der Ausgang waren, sind weniger konzentriert, weil ja nichts mehr emittiert wird oder fast nichts mehr. Aber der erhöhte Treibhauseffekt macht diese Schichten in der Stratosphäre noch kälter, als sie so bisher waren, sodass die Chancen für Ozonlochchemie etwas größer geworden sind, sodass eine Teilkompensation zwischen Schrumpfung, FCKW und dann Intensivierung durch die besonders kalten Bedingungen aufgetreten ist. Jetzt das Cartagena-Protokoll der Convention on Biodiversity, abgekürzt CBD. Es existiert zwar seit 2003. Wer von Ihnen hat das schon mal gelesen und gewusst? Ganz wenige. Und es ist das Protokoll, das regelt, wie man umzugehen hat mit genetisch modifizierten Organismen, damit, wenn das im internationalen Handel verbreitet wird, naturnahe Ökosysteme dadurch nicht geschädigt werden. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ist sozusagen im Sinne der Vorsorge gemacht worden. Einen Klumpfuß an dem Ganzen gibt es. Von Anfang an ist USA kein Vertragsstaat gewesen.
und auch heute noch nicht. Also alle Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika haben sich gegen diese CPD gewendet. Und auch heute noch, es ist egal, ob die Trump heißen oder Bush oder Clinton, hat keinen Einfluss gehabt auf diese Art der Politik. Jetzt zu einem Völkerrecht, das heute mehrfach angesprochen worden ist, das Paris-Abkommen. Jetzt lesen Sie bitte den mittleren Teil. Wenn das eingehalten wird, dann sind 80% der bekannten fossilen Energieträger weiterhin in der Erdkruste. Und jetzt können Sie sich doch vorstellen, dass diejenigen, die diesen Bodenschatz besitzen, ja irgendwas gegen die Energiewende haben. Die wollen ihren Schatz wertvoll haben. Und wenn Sie jetzt mal unsere Politik anhören, wer wendet sich denn zum Beispiel jetzt gegen das neue Gesetz, das die Bundesregierung beschlossen hat, wo 40 Milliarden in den Osten unseres Landes und in den Westen unseres Landes transportiert werden, wo Braunkohlekraftwerke sind, weil man dort Arbeitsplätze schaffen möchte. Hat nur gesagt, wir brauchen 40 Milliarden über einige Jahre gestreckt. Und wer wendet sich vehement jetzt gegen diesen Beschluss der Bundesregierung? Die wirtschaftsnahen Verbände der CDU. Da hat also der Lobbyismus funktioniert und es wird getrommelt gegen diesen Beschluss. Viele haben die Kurve gesehen. Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre angestiegen von knapp unter 320 Millionen Volumenanteil im Jahr 1958, als diese berühmte Messreihe begonnen worden ist. Und Sie sehen einen Sägezahn. Das zeigt, wie aktiv Pflanzen sind im jeweiligen Sommer. Da geht es nach unten mit wenigen Millionstel Volumenanteilen und dann leben die Menschen weiter und die Pilze und die Bakterien und andere Tiere und verfressen das, was die Pflanzen produzieren. Und dann gibt es diesen Sägezahn. Wenn man mittelt, sieht dann, dass das kräftig nach oben geht. Und es gibt so kleine Hopser. Das hat jetzt nichts mit starker Variation der Emissionen zu tun, sondern das sind große Zirkulationsanomalien auf unserer Erde. Also zum Beispiel El Niño oder La Niña oder die pazifische, dekadische Oszillation. Und jetzt ein überraschendes Ergebnis der Naturwissenschaften. Es ist in der Enzyklika erwähnt, aber das haben wahrscheinlich viele überlesen. Wir emittieren jedes Jahr, jetzt das Mittel von 2008 bis 2017, 34 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre. 5 Milliarden emittieren wir zusätzlich, weil wir Wälder abholzen oder Savannenbrände verursachen. 12 Milliarden Tonnen Kohlendioxid gehen aber jedes Jahr wieder in Böden und in die Vegetation. Das war zu schnell. Und 9 gehen in den Ozean. Jetzt müssen Sie 5 mit 12 vergleichen oder anders formulieren, ein überraschendes Ergebnis, die Biosphäre wächst, weil Kohlendioxid als Hauptlebensmittel für die Pflanzen so zugenommen hat, dass unsere Bauern fast überall mehr ernten als früher. Das ist also eindeutig ein positiver Aspekt des erhöhten Kohlendioxidgehalts. Sie können dann noch vergleichen, wie viel ist wo gespeichert und dann werden Sie sehen, wir haben einigermaßen guten Überblick über die Störung des globalen Kohlenstoffkreislaufs. Das Bild wird jedes Jahr erneuert veröffentlicht,
immer um ein Jahr weiter geschoben, weil wir im Jahr 2001 eine Gruppe gegründet haben, Global Carbon Project, bei einer großen Konferenz in Amsterdam, und haben gesagt, kümmert euch bitte drum und macht Ihnen da einen sauberen Bericht. Und der erscheint meistens 2 oder 3 Tage vor der Vertragsstaatenkonferenz zur Klimakonvention. Jetzt eine Wirkung der Erwärmung. Ich zeige Ihnen keine Kurven über die Erwärmung. Das haben Sie auch im Eichstätter Tagblatt, wenn es sowas gibt, lesen können. Hier ist die Zeitreihe der Meeresspiegelanstiege. Im vorvergangenen Jahrhundert war das so in der Größenordnung 0,8 mm pro Jahr. Jetzt sind wir bei über 3 mm pro Jahr angekommen und es geht immer steiler nach oben, weil seit einigen Jahren, erst seit wenigen Jahren kann man sagen, die Antarktis um Grönland schmelzen, die vorher sozusagen überhaupt nicht reagiert haben. Denn im Inneren der Antarktis schneit es mehr, auch im Inneren Grönlands, sodass sich das Aufhäufen von Schnee im Inneren und das etwas schnellere Abschmelzen am Rande die Waage gehalten haben, aber die ist jetzt vorbei, die Periode. Jetzt geht es wirklich an die Substanz in Grönland und in der Antarktis. Und das Bild im Jahr 2001 von IPCC veröffentlicht, jetzt natürlich etwas modifiziert, denn die Fähigkeiten schön darzustellen haben sich auch etwas verbessert. Jetzt sehen Sie, das Paris-Abkommen will genau das haben. Maximum der Emissionen und dann Abfall. Und wenn Sie genau drauf geschaut haben, dann sehen Sie hier eine gestrichelte Kurve, die sagt, Meeresspiegelanstieg durch das Abschmelzen von Eis. Und die Zeitskala, die drunter steht, several millennia, also einige Jahrtausende. Das heißt, auch wenn wir das Paris-Abkommen umsetzen, erfolgreich sind und dann fast auf Null sind bei den Emissionen, wird der Meeresspiegel Jahrtausende ansteigen. Ich werde später noch ein Bild zeigen, das die letzten Daten dazu liefert, wie viel von diesen Eisgebieten ist im Ungleichgewicht. Das heißt, wie viele zig Meter Eis werden also Meeresspiegeläquivalent in Form von Eis, werden abschmelzt oder wie viele zig Meter wird der Meeresspiegel ansteigen. Denn zwischen Eiszeit und Zwischeneiszeit gab es immer einen Boom von 120 bis 130 Meter im Meeresspiegel. Bei 5 Grad Celsius 120 bis 130 Meter Meeresspiegeländerung. Wenn das nur lang genug dauert, dann reagiert das System mit diesem Abschmelzen. Sie können auch noch sehen, dass da steht, wie lang dauert es, bis die Temperatur sich stabilisiert hat. Ja, in der Größenordnung ein paar hundert Jahre, aber es kriegt relativ schnell nach 100, 200 Jahren kriegt die Zusatzerwärmung ab. Sie können auch sehen, wann die Ausdehnung des Meerwassers zu Ende geht. Dauert mindestens 1000 Jahre, weil der Ozean etwa 1000 Jahre braucht, um sich einmal richtig umzulesen. Und deswegen wird der tiefe Ozean auch nach 400-500 Jahren noch wärmer und dann dehnt sich das Wasser damit aus und damit wird es einen Meeresspiegelanstieg geben. Das ist jetzt die harte Zahl, die ich angekündigt habe. Ich habe sie übersetzt, also das ist meine Übersetzung, da können ein paar Schwächen im Englischen, vom Englischen ins Deutsche mit hineingekommen sein, kann ich nicht garantieren. Die Wirkung politischer Entscheidungen wird den Meeresspiegel sehr stark beeinflussen, und zwar nicht nur für dieses Jahrhundert, sondern über viele Jahrtausende. Bei diesen langen Zeitskalen sind bis zu 50 Meter Anstieg möglich. 28 bis 44 Prozent des heutigen Eisvolumens sind im Ungleichgewicht.
Sie werden also abschmelzen, auch wenn wir nicht mehr emittieren. Das ist eine ganz brutale Aussage. Ich weiß nicht, ob Sie das in der Süddeutschen gelesen haben. Ich nehme mal bewusst eine der seriöseren Zeitungen. Auch die nehmen solche Meldungen typischerweise nicht sehr ernst. Nun zu Deutschland. In diesem Zusammenhang mit Paris-Abkommen. Das ist die Kurve der Kohlekommission, das ist das Paris-Abkommen. Das heißt, unsere Kohlekommission ist sehr zögerlich in der Reduzierung der Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem haben Greenpeace und die UND, die Mitglieder in der Kohlekommission waren, bei der Verabschiedung dieser des Endberichtes zugestimmt, weil sie gesagt hat, mehr war nicht drin, aber immerhin, es wird kräftig reduziert werden. Und jetzt mache ich einen positiven Aspekt. Wir haben vom ersten Quartal 2018 bis zum ersten Quartal 2019 bei der Verbrennung von Kohle, sei es Braun- oder Steinkohle, 19% Schwund gehabt. Haben Sie das mal gelesen? Das ist vor einigen Wochen veröffentlicht worden. Also wenn man eine Zeitung ist, die der Bundesregierung was am Zeug flicken will, dann veröffentlicht man solche Daten nicht. Weil das ja zeigt, dass man auf dem Weg, emissionsmindernd zu sein, kräftig vorangekommen ist. Da hat sich also wirklich was bewegt. Bei der Kernenergie sind wir annähernd stabil, bei den Erneuerbaren sind wir mit 16% Zuwachs verknüpft von einem Jahr zum anderen. Und das können Sie aus dem Internet holen. Wenn Sie jetzt Ihre Handys anwerfen, oder die sind ja schon alle angeworfen, dann müssen Sie nur Agorameter eingeben, weil es eine Verpflichtung des Wirtschaftsministeriums gibt, uns mit diesen Informationen zu füttern. Welche Energiequelle wird wofür bei der Stromversorgung genutzt und wie viele Prozent sind von wem? Hier sehen Sie die Photovoltaik-Spitzen jeden Tag. Das habe ich heruntergeladen am 30. Mai. Da habe ich das für einen Monat mir mal angesehen. Und Sie sehen, dass die Gramm an Kohlendioxid, die pro Kilowattstunde Stromnutzung in die Atmosphäre hinausgeblasen werden, so einen ganz starken Tagesrhythmus hat, weil zur Mittagszeit inzwischen an manchen Tagen 80% des gesamten Stroms aus den erneuerbaren Energien stammt. Und Sie sehen, welchen marginalen Anteil die Wasserkraft hat. Das ist diese horizontale, dünne, hellblaue Linie. Also Wasserkraft ist quasi unter ferner Liefen in der Bundesrepublik. Jetzt zu den neuen Bedrohungen. Ich bin bald am Ende. Zur Beruhigung von über. Wunschdenken und Gefahr. Ich war am 24. Mai in der Schweiz, in Bern, bei einem Symposium von drei Gruppen, einer europäischen, einer schweizerischen und der VDW. Und es ging um Genedraft, also um die Methode, die rein theoretisch erdacht worden ist vom Herrn Enzfeld 2013 und woraus sehr viele Ausrottungen der Arten gemacht haben, obwohl klar wurde während der Konferenz, es gibt noch überhaupt keinen Laborbefund, dass dies so geht, wie es hier gezeigt worden ist. Aber man sieht, wie Medien etwas hochfahren können. Fast alle, die ich hier gefragt hätte, hätten sicherlich was von der großen Bedrohung durch Genedraft sagen können, weil es in den Medien ja verbreitet wird. Aber die eigentlichen Laboruntersuchungen kommen nur extrem
zaghaft voran. In Deutschland würde man sagen, die sollte man gar nicht machen, im Sinne der Vorsorge, aber in den USA, wo man ja vieles viel schneller ausprobiert, gibt es schon Labore, die das machen. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, wie man das machen kann. Ich empfehle Ihnen, immer nur diese Schlagworte ins Internet einzugeben, Gene Drive. Dann kommen Sie zu den guten Informationen. Es ist überhaupt kein Problem, gute Informationen aus dem Internet zu holen. Meine Frau hat mir immer gesagt, ich kann mir schon sagen, was du weiterlesen darfst und sollst. Sie entdeckt das in den ersten 2, 3, 4 Zeilen an der Sprache. Ich sage, sie darf das weiterlesen. Das ist seriöse Information. Denn wenn jemand gleich eingebunden wird und aggressiv gegen andere argumentiert, können sie sofort wegklicken. Das ist Unfug. Das sei meine allerletzte Folie. Das ist etwas, was ich gefragt worden bin für den 80. Geburtstag von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Ich solle doch den Stipendiatinnen und Stipendiaten der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für einen Workshop innerhalb der Geburtstagsfeier einen Slogan geben oder eine Vision, wie man heutzutage sagt. Nur Klima- und Artenschutz gepaart mit Bekämpfung der Armut schafft Treibhausgasneutralität. Das ist praktisch verdammt nahe zu Laudato Si, würde ich sagen. Ich bin natürlich beeinflusst worden von Laudato Si, als ich das dann formuliert habe. Oder man könnte auch sagen, bessere Technik allein reicht nicht. Vorreiter und Bürgergruppen sind die Garanten der erfolgreichen Transformation. Anders geht es nicht. Und mit Bürgergruppen meine ich natürlich auch Angehörige von Religionen oder Nichtregierungsorganisationen, so wie VDW. Und Vorreiter sind diejenigen, die am Anfang angepfiffen werden, die sozusagen eigentlich ein starkes wissenschaftliches Standing brauchen, damit sie nicht weggewischt werden. Als ich noch ein jüngerer Wissenschaftler war, klingelten im Forschungsministerium nach jedem meiner Interviews in irgendeiner Zeitung die Telefone bei dem, der für Klimaforschung zuständig war, und der Tenor der anrufenden Wirtschaftsverbände war, jagt doch den Grasser. Und dann sagte der damals Zuständige für die Klimagrundlagenforschung im Forschungsministerium, damals unter Riesenhuber, der sagte dann, der lebt auch so, wie ihr das predigt. Danke fürs Zuhören.